Wunderbar. Dann legen wir los. Mal sehen, wie sich die Segel halten. Okay. Also, wir werden dann wohl unser erstes Abenteuer auf dem Wasser erleben. Zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Lieferung. Okay. Achso, okay, da ist Gas geben. Muss ich mal eben gucken. Ah, das ist ein anderes Schiff, okay. Dieser Sturm da gefällt mir nicht. Los geht's! Das ist das Schiff, glaube ich. Aber wie feuere ich denn? Oder feuere ich gar nicht? Die kommen einfach hier durch. Wahrscheinlich kommen die gleich rübergesprungen oder so. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay, RT, um Speere zu werfen. Okay. Segel einholen! Okay, das war ins Wasser. Ah, ich hasse diese Wasserdinger. Deswegen spiele ich ja Assassin's Creed, damit ich sowas nicht habe. Wir haben die Lieferung. Woo! Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Genau, Kapitän ist am Steuer. Merkt euch das. Ach, da hinten ist es, glaube ich, gewesen. Ah, da hinten ist es, glaube ich. Offene Gewässer! In die Wellen! Bereit fürs Anlegen! So, da hinten habe ich eine Söldnertafel gesehen. Ich würde sagen, hier schauen wir uns erstmal so ein bisschen um, ob wir hier irgendwo was finden können. Ich denke mal eher nicht. Dachchen.
Martha hat mir früher von Kira und den Heiligen Kriegen erzählt. Ich frage mich, ob sie je hier war. So, angezählte Anführer des Grauen des Krieges. Oh mein Gott. Ich glaube, die kann ich alle noch gar nicht, ne? Empfohlene Stufe 11. Eieiei. Hier ist wenigstens empfohlene Stufe 6. Ein Tag, 21 Stunden. Was ist das denn? Die griechische Welt ist von einer Plage befallen. Wir wollen aber keinen Krieg beginnen. Also tötet sie möglichst lautlos. Das ist schön, aber was soll das mit dem einen Tag, 21 Stunden? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hallo Schätzelein! So, wir sind also schon mal hier und haben keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen, beziehungsweise wo wir hin müssen. Schlachtfeld des Staates. Senke die Staatsstärke, um eine Eroberungsschlacht auszulösen. Ah, okay. Söldner werden mit epischer Ausrüstung belohnt. Das hört sich gut an. Wenn auch extrem gefährlich. Wir gucken jetzt erstmal wegen dem Aussichtspunkt. Der müsste ja auch irgendwo hier zu finden sein. Guten Tag. Ist das bestimmt da oben? Steht mir noch nicht alle im Weg rum hier. Ach, wisst ihr was? Ich nehme mal die schnellere Variante. Sowieso hochklettern. Hallo. Ich hänge hier fest. Hilfe. Oh, Haus des Anführers, okay. Wo ist jetzt der Aussichtspunkt? Müsste links von mir sein. Hier oben oder was? Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Warum? Das sieht doch so friedlich aus. Wieso redest du jetzt hier von Kämpfen? Hallo? Das auf dem Pferd. Das ist aber auch kein Dings. Jetzt soll der hinter mir links sein. Ach, ich drücke mal erst die falsche Taste. Hinter mir links. Oder, ach, oder ist es da oben? Nee, oder? Warum kletterst du da nicht hoch? Okay, das ist stehlen. Ich finde den Aussichtspunkt nicht, das gibt's doch nicht. Links von mir. Links von meiner Blickrichtung. Aber das kann es doch nicht sein. Der Aussichtspunkt ist doch immer der höchste Punkt. Und der wäre doch hier. Hä? Verstehe ich nicht. Jetzt weiß ich... Oh. Jetzt weiß ich, warum ich mich nicht sehen lassen darf. Okay. Ich glaube, ich sollte erstmal wieder zurückgehen. Warum drücke ich eigentlich A, wenn er das sowieso nicht annimmt? Okay, also das hier ist auf jeden Fall erstmal nicht gefährdet hier. Warum schleicht ihr jetzt hier? Hallo, warum schleichst du? Kannst du dich auch normal verhalten? Komisch.
So, jetzt kann ich aber auf jeden Fall von hier aus... Moment, hä? Halt, stopp. Da ist der Treff. Wieso ist der hier? Dein Ernst jetzt? Ja, super. Da war das da oben, ne? Ja. Juhu! Ort synchronisieren. Ach ja, für die Schnellreise war das, genau. Entschuldigt, ich habe jetzt schon eine Weile lang leider kein Assassin's Creed mehr spielen können. Ich werde das mit der Schlachtstärke gerne machen, aber... Rekrutiere den besten Schützen im Lager. Das ist aber schon wieder die Stelle, beziehungsweise immer noch. Aber da war doch keiner mehr. Und den einen habe ich ja aus Versehen platt gemacht. Och Mann, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ich gehe jetzt erstmal zum Schiff zurück. Jetzt muss ich dafür nur noch wissen, welches Schiff... Nein. Nein. Du sollst einfach nur wieder... Ah. Jetzt auf einmal kann die sich wieder aufrecht setzen. Aber wenn ich dann die gleiche Taste drücke, wenn ich darauf angewiesen bin, dann funktioniert das nicht. Moment, was ist mit dir? Können wir mit dir reden? Oh, Entschuldigung. Brauchst du etwas, Staatsmann? Mein Freund ist Befehlshaber. Angeblich ist er auf einer Feier ausgerastet und hat einen anderen angegriffen. Der Stachel der Manie. Er hat etwas getan, das die Götter verärgert hat. Er hat mein Leben gerettet. Er muss befreit werden. Ich werde sein Opfer bestechen. Oder töten. So ein Ausrutscher darf nicht gleich ein Leben zerstören. Also soll ich sie überbringen? Ja, so ist es. Er hat dringenden Bedarf dafür. Ich bin genau die Richtige. Erledige das schnell. Alles erledigt. Okay. Wohin? Ich weiß wieder nicht wohin. Och man, das ist doch scheiße. Moment, da? Nee, das ist das, was ich angenommen hatte. Kann man noch mehr zoomen? Nee. Kira. Arbeitsunfall. Ja, ach so, Moment, da oben? Die Töchter der Artemis, empfohlen Stufe 13. Okay, das ist es dann doch nicht. Anflug von Wahnsinn. Ah, okay, das ist es auf jeden Fall. Gut. Das heißt auf jeden Fall, ich hätte es vielleicht markieren sollen, Moment. Verfolgen, so. In die Richtung. Okay. Niemand darf mich entdecken. Was ist denn der Blödsinn? Niemand darf mich entdecken. Cassandra, was machst du denn immer mit mir? Nein! Ja, aber mit dem muss ich doch reden. Der wird mich jetzt nicht angreifen, oder? Ich probier's mal.
Wichtige Lieferung für dich. Von einem Politiker. Oh, genau was ich brauchte. Nimm das für all deine Mühen. Ja, cool. Das nehme ich auch noch. Okay. Dann war es das ja jetzt. Dann können wir ja direkt schon zurückgehen. Ich habe zwar keine Ahnung, wer mich jetzt hier nicht sehen sollte, aber okay. Gut, okay, wenn ich ihn jetzt hätte töten müssen, dann, dann hätte ich es verstanden. Nicht ins Feuer gehen. So, ich hoffe, ich finde jetzt noch, wo der Typ gestanden hat. Beziehungsweise steht er überhaupt noch an der gleichen Stelle? Das ist jetzt auch die Frage. Nachrichtentafel, Arbeitsunfall. Doch, der steht noch an der gleichen Stelle, okay. Hoffe ich. besser gesagt, ich hoffe, dass ich ihn wiederfinde. Ich bin gerade etwas orientierungslos. Das ist die Tafel. Das ist wahrscheinlich der Typ, die Sache, die ich noch nicht machen sollte. Die Tafel. Bin ich dem, ich bin ja noch nicht hier oben begegnet. War der das nicht? Junge, ich habe deinem Freund geholfen. Ist das jetzt schon abgeschlossen gewesen oder was? Muss ich dir gar nichts mehr geben? Um eine neue Quest zu verfolgen. Okay. Ich dachte, ich muss dem jetzt noch Bescheid geben, so nach dem Motto, dein Freund ist jetzt wieder frei. Anscheinend nicht. Mal gucken, was der jetzt für uns hat. Der hat so ein seltsames Zeichen. Willkommen, Freundin. Mein Name ist Sargon. Verwalter mythischer und außergewöhnlicher Antiquitäten. Ich habe alles, was dein Herz begehren könnte und mehr. Für einen Preis, versteht sich. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Versuch bloß nicht, mich übers Ohr zu hauen. Bei den Göttern? Das würde mir im Traum nicht einfallen. Ich trenne mich gern von meinen Drachmen, wenn der Preis angemessen ist. An Drachmen bin ich nicht interessiert. Ich akzeptiere nur Orichalkos als Zahlungsmittel. Davon habe ich noch nie gehört. Nur wenige haben das. Es ist ein kostbares Metall aus einer Zeit vor der unseren. Es besitzt viele Eigenschaften, die Sargon anziehend findet. Welcher Händler nimmt keine Drachmen an? Jener, der an einer selteneren und wertvolleren Bezahlung interessiert ist. Sag mir, wo ich Orichalkos finde. In der ganzen griechischen Welt, wenn du weißt, wo du suchen musst. Oder sieh dir die Nachrichtentafel an. Dort findest du besondere Aufträge. Sargon ist nicht der Einzige, der mit Orichalkos handelt. Was genau hast du zu verkaufen? Viele Dinge, meine Freundin. Viele Dinge. Ich habe Waffen, Rüstungen, modische Kleidung und hübsches Beiwerk für dich, deine Freunde und sogar für dein Schiff. Na gut, zeig her, was du anzubieten hast. Also, ich soll Kopfgeldaufträge machen, um mehr von den Stücken zu erhalten. Und ich kann bei ihm dann gegen epische oder legendärische Gegenstände eintauschen. Okay, oder gegen eine olympische Gabe. Naja. Und die Götter entscheiden, was ich dafür erhalte. Das ist ja totaler Schwachsinn. Okay. Ja, habe ich denn nichts von dem Zoll? Okay. Wir fliegen noch mal ein bisschen hier rum. Den Aussichtspunkt hatten wir. Was ist denn hiermit? Eine Kirche oder sowas? Nee. Ah, okay, da sind auch nochmal ganz viele Söldner unterwegs.
Also hier ist es wirklich jetzt absolutes Kriegsgebiet. Das finde ich ein bisschen... Also das ist okay, wenn viele da sind, aber die sind natürlich alle doch schon sehr, sehr hoch. Und hier empfehlen Stufe 9 zu sein, um das zu machen. Also das ist schon ein bisschen heftig. Das sind die Schläger. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Die werden wahrscheinlich rausgeschickt, wenn ich hier irgendwas Böses mache oder so. So wie der einer, der Talos, den ich dann besiegt habe. Was ist das da unten? Ja, ist jetzt die Frage, weil das Problem ist, wenn ich mich hier nur ein bisschen bewege, dann habe ich hier schon die ganzen Gegner stehen, für dessen Level ich aber noch nicht noch nicht groß genug bin. Aus des Anführers war auch so eine Sache, glaube ich, ne? Da waren auch so viele von denen. Beziehungsweise so hohe vom Level her. Oh ja, Level 10. Level 10. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen heftig. Moment, da hinten war noch ein Fragezeichen. Da könnten wir doch mal eben gucken. Ach du Schande, Level 10er auf dem Pferd, okay. Also hier darf ich mich wirklich von niemanden blicken lassen, so wie es aussieht. Okay, das scheinen alles Dorfbewohner zu sein. Aber da oben habe ich gerade, ja, da ist ein Level 10er. Das ist ein Beschützer. Ja, was ist das auch nochmal einer? Was nennt ihr Beschützer, Leute? Ihr zwingt die Leute wahrscheinlich hier zu irgendwas. Drei Level 10er, oha, okay. Aber zeigt mir nicht an, was das Fragezeichen ist. Das ist natürlich blöd. Ja, das gefällt mir so gar nicht hier. Das Problem ist halt, dass überall steht, dass ich das nicht machen soll. Also, dass ich das erst mit einer höheren Stufe machen soll. Klar, wenn ich gegen keinen kämpfe, kann ich keine höhere Stufe bekommen. Aber mal eben von Level 6 auf Level 10, das dauert dann ja doch schon eine ganze Weile. Also, das ist eben nicht mal eben so. Was ist das jetzt hier genau? Alles Level 9er, dafür aber auch jede Menge. Wissen wir aber nicht... Ach, das ist ein Wolf, ich wollte gerade schon sagen. Das ist eine Jägerin. Ja gut, also wir sollen ja eigentlich noch den Schützen... holen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass ich erstmal wieder aufs Schiff zurückgehe. Ich verstehe nämlich ehrlich gesagt die Aufgabe nicht so richtig. Da steht drin, dass ich den rekrutieren soll, aber da war ja keiner mehr. Ich habe die ja alle getötet. Was vielleicht unter Umständen nicht ganz gut war. Also wir fahren nochmal eben zurück zu dieser einen Anlegestelle. Bereit, Segel zu setzen! Ja, genau, ich bin zurück. Auf in den Krieg. Ach nee. Wir segeln so schnell es geht. Doch, doch, können die gleich wieder. Yeah.
Naja, ich gehe hier in Land, ne? Entschuldigung. So, dann werden wir mal gucken. Moment, da ist noch was. Da oben steht jetzt ein Schütze. Wollt ihr mich veräppeln? Wieso war der die ganze Zeit nicht da? Okay. Ich denke mal, dass ich mit dem kämpfen soll, oder? Niederschlagen. Linke Taste drücken. Okay. Okay, das war's. Okay, da lohnt es sich jetzt auf jeden Fall, diese Sache mit dem Aufheben. So, wo ist der Typ? Nein, du sollst ihn eigentlich ablegen. Hallo. Genau, so. Du bist stark. Gut. Pack deine Sachen und triff mich auf meinem Schiff. Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. Okay. Da ist er. Gut. Ihn können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein, aber wir sind keine Schönwettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere darin alles, was irgendwie interessant sein könnte für tollkühne Seefahrer. Okay, aber man hat mir jetzt gerade gesagt, dass ich in mein Inventar gucken soll. Das ist nicht mein Inventar, hallo? Geht das nicht mit rechts, links? Achso, ich muss Dings drücken, okay. Ich habe scheinbar auch neue Schuhe bekommen. Oh, das geht erst ab Level 8, okay. So, ich habe jetzt aktuell... So, das wird jetzt 13 mehr... in der Rüstung machen. Ja, dann machen wir das doch. Da würde aber ganz schön viel Schaden runtergehen. Warum denn das? Ja gut, dann lassen wir den natürlich sein. Da haben wir noch was bekommen. Da geht der Schaden runter. Da geht die Rüstung etwas höher. Welche habe ich denn jetzt an? Ne, die 6er habe ich ja an. Okay. Da würde ich Kriegerschaden und Adrenalin noch dazu bekommen. Ja, dann mache ich das doch. So, und ein Schwert, meine ich, habe ich auch gerade noch gesehen, ne? Das da. Ach, da geht der Attentäterschaden runter. Attentäterschaden runter und Kriegerschaden rauf. Hm, ich weiß nicht. Plus 4% gegen Athena-Soldaten. Ist natürlich an sich nicht schlecht, aber eigentlich will ich ja Attentäter sein. Das ist halt so ein bisschen blöd. Wobei Attentäterschaden geht nicht so viel runter, aber Kriegerschaden, na, komm, ich tausche das mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich weiß es nicht. Was ist das? Beutel durchsuchen. So, ansonsten haben wir ja nichts anderes bekommen. Okay. So, er hat gesagt, dass wir nach... Wo sollten wir denn jetzt hin? Megaris, glaube ich, sollten wir hin, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt wieder vergessen. Aber ich reise da mal hin. Was ist das? Kopfgeld für Handelsschiffe.
sind die Händler eingegangen, damit sie in unserem Gewässer so dreist sein können, wenn Posen... okay. Das heißt... Wo wäre dann unser Ziel? Keine Ahnung. Ja. Nehmen wir mal einfach an. Achso, es war doch die richtige Seite. Ah.